Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. So, zu einem neuen Putzmotivationsvideo. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr seid motiviert. Ich mache heute mein Schlafzimmer sauber und die Bäder. Also bei uns im Schlafzimmer ist ja auch ein Bad und dann unten bei den Kindern ihr sogenanntes Kinderbad. So, ja, als erstes werden die Bettwäsche frisch bezogen, neu gemacht, alles abgezogen und dann kommt das gleich in die Waschmaschine. Zum Schluss vom Video seht ihr dann auch, wie ich die Wäsche dann aufhänge. Zu diesem Zeitpunkt aber habe ich schon weiße Wäsche in der Maschine, das heißt, dass ich dann die weiße Wäsche aufhänge. Und das schleppe ich jetzt alles runter und fange an, im Schlafzimmer abzustauben. Und wie immer fange ich immer hinten in der Nische an, wo unser Bett steht. So, jetzt nachdem ich das Bett noch abgestaubt habe, ich habe es jetzt oben mal kurz feuchtgewischt noch, kommt die andere Seite dran. Das heißt hier unser wunderschöner Tisch. Da kann man beide Platten, also unten, abmachen jeweils. Und die rotieren auch nochmal. Die sind so eine eigene Lazy Susan Station, sage ich mal. Und ich weiß nicht, wie alt dieser Tisch ist, aber der ist so toll, noch richtig oldschool. Also Igor und ich sind jetzt 24 Jahre zusammen und wir hatten den da schon, aber seine Eltern hatten den da schon, also meine liebe Schwiegereltern hatten den da schon. Und ich, also ich schätze mal 30 Jahre alt oder so. Auf jeden Fall, ja, hier mein Schreibtisch abgewischt und jetzt hier das Sideboard mit die Bilderrahmen werden natürlich auch abgestaubt. Und dann geht's rüber zum Bücherregal. Und gleich geht's zur Kaminkonsole und dann rüber zu unserer Kaffee- und Teestation. So, und nachdem ich alle Türen und Zargen abgewischt habe, auch abgestaubt habe, bin ich hin in unser Bad und habe da angefangen zu putzen. Als erstes habe ich alle Duschgels und Shampoos hochgestellt, die immer unten auf der Badewanne stehen. Und dann habe ich Platz gemacht und fange hier an mit dem Schrubben der Badewanne.
So, und von Badewanne rüber zum Spiegelschrank bzw. zum Waschbecken, da habe ich auch erstmal alles abgeräumt, damit ich da auch schön schrubben kann. So, und jetzt wird die Toilette geschrubbt, da auch alles genommen und natürlich werden die Putztücher gewechselt. Da habe ich ja immer verschiedene Putzlappen für die Badewanne und Waschbecken und für Toilette ist auch extra. Mikrofasertücher habe ich auch extra, beziehungsweise einen, den kann ich benutzen, der ist dann den für die komplette Politur, Trockenpolitur, sage ich mal, für zum Schluss, wenn alles sauber gewischt ist, einfach nochmal zum Trocken drüber wischen. Das kann man, weil bis dahin ist ja alles sauber. Und dann ist es auch immer so, dass ich die Lappen und den Schwamm wechsle, wenn ich dann ins nächste Bad komme. Das heißt, hier seht ihr auch gleich, wie ich dann nochmal alles ausspüle und das bringe ich dann runter in den Keller, gleich vor die Waschmaschine für den nächsten Waschgang. Und und hol dann frische, saubere Mikrofasertücher, genauso wie Allzwecktücher und einen neuen Schwamm. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life changes just. So, und jetzt wird nur noch alles gestaubsaugt. Hier die Badematten, die lege ich dann hoch und auch hier unsere Kunstpflanze, die Palme hier, die ihr seht, die wird auch in die Wanne gestellt, genauso wie der Wäschekorb. Und dann geht es rüber ins Schlafzimmer. Da wird dann auch der große Teppich gesaugt. Den klappe ich dann zusammen, damit mein Saug- und Wischroboter hier im Schlafzimmer alles wischen kann. Und in der Zwischenzeit gehe ich hoch, runter und saug hier die Stufen noch ab. Und und in der Zwischenzeit wird dann auch mein Saug- und Wischroboter dann die Arbeit machen. Aber vorher habe ich noch hier das Geländer abgewischt. Da sind Flecken dran gewesen und natürlich den Staub hauptsächlich auch abmachen. Abputzen und gleich könnt ihr sehen, wie der Saug- und Wischroboter bei mir tätig ist. So, und jetzt sind wir im Kinderbad. Da habe ich auch erstmal hier dieses, das da
sauber gemacht, abgemacht und habe alle Haare aufgesammelt, die sich da gesammelt haben. Meistens vom Tischdecken. Und dann habe ich Duschgels weggeräumt und auch hier die Badewanne. Da waren ja, sind ja auch immer Spielsachen und so. Die habe ich dann auch hochgestellt und weggeräumt. Und dann fing ich an, die Wanne zu schrubben. Und und habe das dann da richtig zum Glänzen gebracht. Macht ihr denn eigentlich mit oder sitzt ihr nur da? Nein, ganz ehrlich, ihr könnt auch da sitzen und dann euch später die Motivation holen. Aber ich freue mich immer, wenn ihr euch die Zeit nehmt für mich aus eurem Alltag. Es ist nicht selbstverständlich und ich freue mich über jeden von euch, der zuschaut, der auch liebe Worte hinterlässt in den Kommentaren, und das freut mich immer und es geht runter wie Öl und deswegen mache ich das auch, weil es mir Spaß macht und ich weiß, wie das ist. Besonders durch die Corona-Zeit war das ja auch immer für uns alle sehr schwer, hochzukommen, uns aufzurappeln und so. Und dann, oder auch nach Geburten oder auch, einfach krank sein. Und da fehlt uns einfach ein bisschen die Motivation. Und ich finde, wir sollten uns da ein bisschen gegenseitig unterstützen und uns da, aufheben sozusagen unter den Ärmel. Arm greifen und uns einfach hinstellen und einfach füreinander da sein und und sagen, hier bin ich, guck mal, was ich mache, und das schaffst du auch. Und ihr Lieben, und ich hoffe, ihr seht das auch so, ich bin einfach nur eine Freundin, die euch einfach hilft. und dann bin ich rüber und habe angefangen, die Dusche zu schrubben. Ja, ich bin ja immer froh, dass ich nicht so viel Kalk habe, denn ich habe das auch schon öfters mal erwähnt, aber meine Kinder, die wischen auch immer ab und nach jedem Duschen und so dann oder Baden, da nehmen die ein Mikrofasertuch oder auch so einen Wischer und machen das dann auch gleich sauber, und somit bleiben die Kalkflecken eigentlich so gut wie entfernt. Und auch beim Toilettengang, da sage ich auch immer, alle Jungs bei mir im Haus setzen sich hin beim Toilettengang, egal ob Nummer 1 oder Nummer 2, gut, Nummer 2 sowieso, aber Nummer 1. Und das ist bei mir Pflicht und Muss, und alle, die zu mir nach Hause kommen, sage ich das auch den Männern. Und die müssen sich bei mir hinsetzen, und ich habe da noch nie auf Dickköpfe oder so gestoßen. Für die war das selbstverständlich, weil zu 90% machen die das tatsächlich auch zu Hause, weil die würden das ihren Ehefrauen nicht antun, sagen sie immer. Ja, das muss ja nicht sein. Also wir setzen uns ja auch bei Nummer 2 hin. Warum sollen wir das nicht bei Nummer 1 machen? Ich meine, ihr Frau müsste es ja auch. Morning is the afternoon. We live.
So, jetzt ist alles fertig. Jetzt kommt die letzte Amtshandlung hier. Ich hänge jetzt die Wäsche auf. Und ja, das war's, ihr Lieben, mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Und bleibt gesund und munter, wo auch immer ihr seid. Dankeschön fürs Zusehen. Danke für eure Zeit. Tschüss, macht's gut. Eure Jessica.